So, hallo und willkommen zum Logbuch Bretterwisser. Jetzt muss ich doch noch mal kurz gucken, welcher Tag heute ist. Es ist furchtbar. Es ist der 10. Juli. Ich sitze hier gerade irgendwie vorm Rechner, bin irgendwie so ein bisschen aufmerksam geworden über eine Aktion vom Boardgame-Digger, der da gerade einen Livestream hat. Und ich dachte, jetzt mache ich einfach mal dazu noch mal ein bisschen Promotion-Werbung direkt für das Projekt, was dort läuft. Denn die beiden, Svetlana und der Stefan, haben ein Brettspiel-Charity-Kalender entworfen und wollen ihn halt verkaufen ihn halt. Und für eine Charity-Aktion, da haben sie verschiedene Kanäle auch noch irgendwie dazugeholt. Cyrils, Brettspiele, Pete und Alex, Brettspiel-Dude, Spiele-Dinos, viele mehr. Ich habe mir tatsächlich gerade einen geklickt. Ich habe gesagt, ich mache gleich noch ein Video dazu. Mal gucken, ob das irgendwie ankommt. Weil ich das eine coole Aktion finde, weil ist halt ein Kalender, der, wo die Erlöse dann an ein Kinderhospiz und irgendeine andere Auktion gespendet werden sollen. Also ähnlich wie wir das mit dem Beeple-Netzwerk gemacht haben. wird halt der Erlös gespendet, finde ich eine super Aktion. Sowas ist aus der Brettspiel-Community immer echt eine coole Sache. Ihr seht jetzt gerade die beiden Falten da hinten, gerade die Kartons und haben halt den Livestream angeschaltet. Finde ich total spannende Sache. Es ist wie anderen Leuten bei der Arbeit zuschauen. Hab da echt Spaß dran. Das ist echt cool. Unterstützt diesen Kalender. Ich werde auch nochmal die URL hier irgendwo jetzt einblenden, wo ihr diesen Kalender irgendwie auch noch unterstützen könnt. Kostet irgendwie 15 Euro. Ist ein kleiner Kalender. Es geht ja auch weniger um die Ware an sich, sondern um die Geste, was halt immer eine super Aktion ist. Genau, das wollte ich heute einfach mal verwursteln. Witzige Aktion, ich finde das total lustig. Und wenn man im Livestream irgendwie noch was direkt bestellt, dann kriegt man auch noch eine persönliche Widmung. Was es ist, Sie wissen, die Livestream-Live-Hörer wissen mehr, sage ich nur. Jetzt muss ich mal kurz den Arm wechseln. Ich hab noch was. Bei mir hat sich jetzt ein bisschen was getan, arbeitsmäßig. Also der Arbeitsvertrag ist noch nicht da, aber ich bin ab 15.07. nicht mehr arbeitslos. Super Sache. Das Problem ist nur, dass ich die Berlin-Con für mich diesmal jetzt dadurch wieder ausfällt. Letztes Jahr hatte ich mir irgendwie ein paar Tage vorher ein Zeh gebrochen und war dann halt krankgeschrieben. Jetzt werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, nach Berlin zu fahren. Also da für mich da die Arbeitseinarbeitung für mich beginnt. Was das genau ist, kann ich vielleicht auch nochmal später genau sagen, wenn ich diesen Vertrag unterschrieben habe. Aber ich habe jetzt halt eine Zusage bekommen, dass es für mich weitergeht und ich dann halt eingearbeitet werden muss. Und das wird dann halt wahrscheinlich nicht in Göttingen passieren, sondern irgendwo in Deutschland. Und ich weiß halt nicht, wie es für mich dann irgendwie in der nächsten Woche auch aussieht. Und wenn ich die ganze Woche irgendwie von der Familie weg bin, dann möchte ich nicht noch am Wochenende in Berlin sein. Also das ist halt ein bisschen, da solltet ihr Verständnis haben. Und ich denke mal auch, dass das kein Problem ist. Sonja und Matthias werden auf der Berlin-Con und auf der Spiele... Matthias natürlich spieletechnisch, verkaufstechnisch. Aber auf der Spiel des Jahresverleihung sind halt auch Sonja und Matthias. Für René ist es halt einfach zu weit nach Berlin. Deswegen keine Berlin-Con für mich. Dafür einen neuen Job. Ich denke mal, das ist die bessere Nachricht. Genau. Die beiden packen noch fleißig ein. Also wenn ihr noch ein paar mehr Kalender einpacken lassen wollt von den beiden, bestellt einfach nochmal ein. Das würde mich freuen, wenn ihr das unterstützt, die Aktion. Immer gut, Charity und so. Ich mag das. Und wir sollten da alle zusammenstehen, weil es gibt viele Leute, denen geht es viel schlechter wie uns. Also, wir sehen uns. Weiß ich nicht. Ich mache jetzt keine Aussagen mehr, wann wir es uns das nächste Mal sehen. Vielleicht morgen oder sowas. Was habe ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt. Aber, ach so, zum Thema Sonntag. Sonntag hat es mich dann noch richtig hingerissen. Ich habe mich dann, als ich aus der Lokhalle gekommen bin, habe ich mich ins Bett gelegt, habe 2 Stunden geschlafen, dann war ich 3 Stunden auf und dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe nochmal 12 Stunden geschlafen. Also mich hat es da richtig umgerissen. Ja, das war so ein bisschen, weiß ich nicht, wie... Die Grippe geht gerade um. Irgendwie mein Kleiner ist auch gerade so ein bisschen grippig unterwegs, fiebrig. Also, der Kindergarten schlägt nochmal zu, bevor er dann zumacht nächste Woche. Genau. Deswegen mal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Unterstützt diesen Kalender von den beiden. Coole Aktion.
Macht's gut. Tschüss.